Smokers TV vor Ort heute in München, und zwar in der Münchner Allianz Arena. Die Münchner Allianz Arena ist die Heimat der Davidoff Lounge. Davidoff Lounge wurde vor einigen Jahren bereits hier eröffnet. Smokers News berichtete damals mit einer Ikone des Zigarrenrauchens und des Sportes, mit Rudi Assauer. Heute Facelifting der Lounge, auch wieder Gesprächspartner hier in der Lounge. Olaf Ruf, der Geschäftsführer, hat gerufen und alle sind gekommen. Fachhändler, Gäste, und einfach mal reinschauen, was sich hier während eines Fußballspiels. Heute spielt der FC Bayern München gegen Mainz 05 in der Allianz Arena tut. Wir sehen gleich weiter. So, wie wir das im Video anlässlich der Geschäftsentwicklung ja schon angekündigt haben, noch einmal im Gespräch jetzt Olaf Hof. Olaf, ihr habt hier diese Davidoff Lounge ja seit 2007, glaube ich. 2005. Also mit der Neueröffnung von der Allianz Arena haben wir automatisch auch die Lounge. Wir hatten damals zwei Loungen, aber man hat relativ schnell gemerkt, dass sich das auf diese eine Lounge hier konzentriert, und dann haben wir die dann quasi... uns für diese eine nur entschieden. Das ist ja schon ein Aushängeschild. Ne? Ich habe vorhin schon mal gesagt, also Premium-Zigarre zum Premium-Club, das passt ja wirklich alles richtig gut. Also eine Spielwiese, auf der zwei prominente Partner unterwegs sind. Aber was heißt das denn, so eine Lounge zu betreuen? Das ist ja ein bisschen anders als eine Zigarren-Lounge schlechthin, die es so gibt. Na gut, ich meine, das ist natürlich eine Gastronomie, die wir hier haben. Wir haben drei Personal. Also wir haben zwei Mitarbeiter, die hier arbeiten und für uns ausschließlich arbeiten, Davidoff-Zigarren geschult sind und das auch entsprechend in der Beratung rüberbringen können. Das ist für mich eine Frage des Erlebnisses, also mit dem Top-Club, mit den schönen Spielen. Manchmal auch nach einer Niederlage braucht man einen kleinen Seelentröster. Ist es einfach eine perfekte Atmosphäre, die man hier vorfindet. Jetzt mit einer neuen Belüftungsanlage, die deutlich mehr Leistung bringt, haben wir hier eigentlich die perfekte kleine Oase innerhalb von so einem Top-Club. Und das muss man auch fairerweise sagen, dass hier auch die Allianz Arena und der FC Bayern uns diese Gelegenheit weiterhin zur Verfügung stellt. Ist auch nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit der Rauchverbote, der Gängeleien gegenüber den Rauchern. Und deswegen sind wir sehr dankbar und froh, dass wir weiterhin hier aktiv sind und nun jetzt auch dieses Projekt so schnell umgesetzt haben. Das ist ja speziell in Bayern ein richtig großes Problem. Casa zum Beispiel in Nürnberg hat auch neuerdings wieder Probleme mit dem Rauchverbot. Insofern ist es schon gut, dass es in München so eine Möglichkeit gibt. Ich meine, der Zechbauer hat sich entwickelt mit 4 Jahreszeiten. Aber ich denke mal, das kleine Einod hier ist wieder was ganz anderes. Ja, es ist natürlich auch eine geschlossene Gesellschaft. Anders wäre das auch rechtlich gar nicht möglich. Der VIP-Bereich hier auf dem 5. Stockwerk ist der einzige Bereich, der hier Zugang hat. Und das schränkt natürlich auch so ein bisschen die Aficionados ein. Aber wir können uns nicht beklagen über Umsätze, die wir hier generieren. Und auch hier wird natürlich auch die Ebene 3 und 4 nach dem Spiel geöffnet, sodass sich 3, 4 und 5 Ebenen hier treffen können. Und wir haben hier dann 200 Aficionados hier in der Lounge am Abend nach dem Spiel, die alle Davidoff rauchen. Und das ist schon beeindruckend, wenn man das sieht. Habt ihr denn die gesamte Palette der Davidoff-Zigarren immer hier vor Ort, oder? Nein, wir haben nicht alles da, aber wir versuchen natürlich schon aus allen Serien und Linien die verschiedensten Formate da zu haben. Aber wir haben jetzt Limitadas nicht unbedingt hier vorrätig, aber die Standardserien, die weiße Serie von der Signature Grand Cru Anniversario Millennium, die sind da, und von der schwarzen Serie natürlich auch. Und dann haben wir ein bisschen Camacho hier und Griffins. Wenn man eben sagt, okay, ich will jetzt keine 20 Euro ausgeben, habe ich auch noch mal eine Gelegenheit, eine 10 Euro Zigarre bei Camacho oder Griffins zu erwerben. Ja, dann wünsche ich dem FC Bayern viele Erfolge. Ja, vielen Dank. Weil die Stimmung dann gut ist, und wenn die Stimmung gut ist, werden bestimmt auch gute Zigarren hier geraucht. Und dafür habt ihr richtig viel vorbereitet, und dafür weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Facelifting der Davidoff Lounge in der Allianz Arena.
Gesprächspartner, der Mann der Allianz Arena, der Geschäftsführer, Jürgen Muth. Na gut, die Allianz Arena ist natürlich ein ganz besonderes Feld hier für die Gäste, die hier rund um Fußballspiele und sondere Aktivitäten dieser Arena hier starten bzw. sich hier umschauen. Was bedeutet für Sie die Allianz Arena plus Davidoff Lodge? Ja gut, mit der Allianz Arena haben wir uns, glaube ich, alle einen Traum verwirklicht und vor allem ist dieser Traum für die Fans des FC Bayern verwirklicht worden. Ich meine, nicht nur, dass wir einen hochprofessionellen Fußballverein mit dem FC Bayern München haben, der natürlich weltweit Erfolg sucht und auch zum Glück hat. Wir haben auch mit der Allianz Arena ein Stadion geschaffen und erhalten es jetzt und entwickeln es weiter, was sicherlich zu den Besten in der Welt gehört. Und darauf sind wir stolz. Und in dem Zusammenhang freuen wir natürlich uns über jeden Partner, der diesen Weltrang auch hat. Und ein wesentlicher Partner in dem Zusammenhang ist ganz klar Davidoff, die von Anfang an dabei waren und uns unterstützt haben und hier eine Heimstatt für alle geschaffen haben, die mal eine genussvolle Zigarre rauchen wollen. Genusspause gut, Premium ganz oben. Davidoff spielt in der Zigarrenwelt in der ersten Etage. Der FC Bayern hier beheimatet natürlich auch. Da passen zwei Dinge richtig gut zusammen. Ja, da passen drei Dinge gut zusammen. Da passt die Allianz Arena. Aber selbstverständlich, die habe ich vorausgesetzt. Aber selbstverständlich, der FC Bayern München und Davidoff. Wir wollen in der Top-Liga spielen und wir tun es auch. So selbstbewusst darf und muss man sein. Und insofern freue ich mich, dass es auch noch eine längerfristige Zusammenarbeit mit uns geben wird. Und die macht auch nebenbei sehr viel Spaß. Ich habe vorhin schon gesagt, ich war bei der ersten Eröffnung auch dabei. Da hatten wir noch den Rudi Assauer mitten unter uns. Das ist allerdings leider Vergangenheit. Kommen denn auch Prominente hierher und rauchen ihre Zigarre? Ja, selbstverständlich. Also immer wieder. Den einen oder anderen will ich auch gar nicht erwähnen, weil es vielleicht nicht mag. Aber eins ist klar, sowohl unser Vorstand und auch unser Präsidium, was ja immer wieder auch mal genussvoll eine Davidoff-Zigarre raucht, bei allen möglichen Anlässen und seien es auch nur die Meisterschaftsfeiern, die kommen regelmäßig hier hoch und dann bilden sich die entsprechenden Trauben um sie herum und man will dann immer wieder was mitbekommen. Und die kennen das Geschäft. Meisterschaftszigarre, dieses Jahr nur zweimal geraucht, nächstes Jahr wieder dreimal? Wir hoffen natürlich. Mein 2013 war das letzte Triple, 2012 das verlorene Finale Doheim, war vielleicht auch für mich der schlimmste Tag, den ich bisher in der Allianz Arena hatte. Und wir hoffen natürlich darauf, dass wir diese Scharte irgendwann mal auswitzen können, wieder ein Finale Doheim und dann wollen wir es auch gewinnen. Vielen Dank fürs Gespräch, viel Erfolg für Sie, viel Spaß mit der Allianz Arena und der Davidoff Lodge und natürlich den anderen Aktivitäten. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir haben über viel Philosophie gesprochen, ja. Was die Davidoff Lodge hier angeht in München. Das habe ich einen, der nicht nur Philosophie verbreitet, sondern der eigentlich als Macher wöchentlich, täglich mit dieser Lodge lebt. Der Dominik, mein Gesprächspartner jetzt. Du bist schon lange hier dabei, 4 Jahre, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Seit 2007 bin ich dabei. Seit 2007, entschuldige bitte. Und seit 4 Jahren habe ich die Leitung der Lounge. Als Nachfolger vom Herrn Norbert Rossel, der das Ganze hier installiert hat. Davidoff, eine Premium-Zigarre, ja. Der FC Bayern, ein Premium-Fußballclub. Alles spielt sozusagen in einer Liga. Was sind denn hier so die Highlights, wenn du jetzt sagst, mal zurückdenkst? Kommen hier auch Prominente rein, die sagen, ich möchte mich mal zurückziehen, möchte gerne eine Zigarre rauchen? Kannst du die auch dann betreuen an solchen Spielen? Ja, natürlich kommen auch prominente Gäste rein, aber da wir uns ja sowieso in der VIP-Ebene bewegen, ist eigentlich jeder Gast für mein Team und mich gleich wichtig. Aber es kommen natürlich auch Sportler, Schauspieler, Models. Aber ich sage auch immer, was in der Davidoff Lounge passiert, bleibt in der Davidoff Lounge. Das ist auch ganz wichtig, dass sie eben einen Rückzugsort haben, wo sie sich wohlfühlen und wo sie auch entspannen können. Highlights sind natürlich immer Champions League-Spiele. So ab Viertelfinale, das ist dann immer eine ganz besondere Stimmung. Und natürlich die Spiele gegen Dortmund, der deutsche Klassiko. Ja. Genau. Wenn das der Normalbürger sich für eine solche Lounge interessiert. Ja. Ich sage jetzt mal, es gibt Menschen, die sind seit 10 Jahren hier dabei, die wissen das, die kennen das.
der Nachwuchs muss auch im Zigarrenbereich nachwachsen. Darüber freuen wir uns sehr besonders. Wie können die sich informieren, dass es so eine Veranstaltung gibt? Also prinzipiell hat diese Lounge nur an Spieltagen offen. Zutritt hat jeder, der eben, wie gesagt, eine Logenkarte besitzt. Und der Nachwuchs, das kommt ganz von alleine. Also viele Gäste bringen dann eben auch ihre Bekannten, Verwandte, Freunde mit, die noch nie eine Zigarre genießen durften. Und wir haben halt hier in dieser wunderschönen Location die Möglichkeit, den Gästen die Philosophie Davidoffs näher zu bringen, aber natürlich auch den Einstieg in die Genusswelt der Zigarre. Wenn das unser Freund Sam Reuter mal wieder gerade was Neues als Blend auf den Markt gebracht hat, ja. Wie präsentiert ihr das hier? Sagt ihr dann auch, ja, liebe Freunde, die ihr heute hier seid, ich habe eine neue Zigarre für euch? Also primär läuft es hier so ab, dass die ganzen Limitadas haben wir hier nicht zum Verkauf, weil das eben eine Geschichte der Fachhändler sein soll und wir ja den Fachhändlern auch kein Geschäft wegnehmen möchten, sondern wir sind mehr wie so der Türöffner für die Fachhändler. Und wir stellen diese neuen Limitadas und neuen Kreationen im Schaufenster aus, weisen an unsere Gäste aber natürlich darauf hin, dass die dann gerne beim Davidoff-Depositeur erworben werden können. Dann wünsche ich dir hier in diesem Betrieb mit diesen vielen interessanten Gästen weiterhin auch viel Erfolg. Facelifting geglückt, wie ich so heute rausgehört habe. Definitiv. Und wie gesagt, alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. So, das war die Berichterstattung im Bewegtbild zum Facelifting der Davidoff Lounge in München in der Allianz Arena. Heute die neue Davidoff Lounge, ein bisschen frischer, noch frischer, mit wunderschönen Angeboten natürlich rund um die Zigarre. Eine Genussoase für alle, die sich hier in München in der Allianz Arena einfühlen. Gesprächspartner hatten wir auch und wir denken, dass wir natürlich diese Weiterentwicklung dieser Lounge verfolgen. Neue Zigarren werden nach Inter Tabak auch hier landen und dann werden die Aficionados sich natürlich auch weiterhin hier einfinden. Das war unser Bericht aus München. Bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus-Peter Will.